Hallo und herzlich willkommen zu CineGeek. Heute aus dem Residenz, einem der schönsten Arthouse-Kinos in Köln. Und um einen arthausigen Film soll es auch bei unserer ersten TV-Premiere gehen. Um einen politischen arthausigen Film. Für die, die jetzt bereits eingeschlafen sind, die kurze Entwarnung. Er ist wirklich witzig und die Grundidee ist ziemlich genial. Shalom ist unser neuer Produktionsassistent. Tel Aviv on Fire ist nämlich der Name einer Soap-Opera, die Israelis und Palästinenser gleichermaßen begeistert. Nein, eine Sekunde. Man kann eine Frau doch nicht bombig nennen, ist doch unhöflich. Ach. Bis der palästinensische Drehbuchautor in eine Kontrolle des israelischen Militärs gerät. Und ein Offizier seine kreative Ader entdeckt. Du bist der Autor von Tel Aviv on Fire. Wir haben viele Zuschauer. Glaub mir, meine Frau verpasst nicht eine Folge von dem Scheiß. Er ist israelischer Offizier, also muss er männlich sein und romantisch und ein Gentleman. Verstehst du, er muss ihr von seiner Vergangenheit erzählen, sie in seinem Panzer ausführen, ja? Ja, das könnte funktionieren. Und dann? Ja, dann entdecken alle ihr Herz. Bis hin zum verstocktesten Zuschauer. Pflicht kommt vor der Liebe, weshalb sie sich mit ihm dann in die Luft sprengt. Was ist mit dir? Lächeln? Ja. Auch die nächste TV-Premiere ist auf eine gewisse Weise politisch. Doch vor allem ist sie eine Tragödie, die zu ertragen schwerfällt. Denn dieses Dokudrama beruht auf einem wahren Vorfall. Es ist ein Vorfall, der noch heute, nach 10 Jahren, fassungslos macht. Fassungslos ist eigentlich ein viel zu abgegriffenes Wort für das, was diese Tat in einem auslöst. Sie bleibt im kollektiven Gedächtnis Europas und dafür sorgt unter anderem der Film Utøya. Carolina, was ist denn los? Carolina! Kaum ein Albtraum könnte jemals so grauenhaft sein, wie das, was damals geschah. Hast du bis jetzt gepennt? Mein Handy-Akku ist leer. Dann hast du es noch nicht gehört? Was? In Oslo ist eine Bombe hochgegangen. Kinder und Jugendliche in einem Ferienlager auf einer norwegischen Insel. Ja, Mama, das verstehe ich, aber wir sind hier auf einer Insel. Das ist der sicherste Ort der Welt. Entspann dich. Kein Grund, dir Sorgen zu machen. Ein als Polizist verkleideter Attentäter. Das ist jetzt echt nicht witzig. Was soll das denn? Was ist denn passiert? Los, schnell rein! Und das Unbeschreibliche, das unmenschliche Morden, das dann passierte. Los, komm, Christian! Du reißt dich zusammen! Komm mit! Was ist da los? Mama! I see your true colors. That's why I love you, so don't be afraid. Ihr kennt es vielleicht, das Gefühl, dass nichts richtig läuft, dass ein Fluch auf einem lastet. Was dies betrifft, denken wir oft noch ziemlich mittelalterlich. Von daher ist das Thema Fluch auch ein dankbares für Filme, für Horrorfilme oder vielleicht auch politische Dokus. Und die letzten Jahre, naja, sagen wir mal, sie haben uns zu dieser Filmreihe für den September inspiriert. Was die Protagonisten all dieser Filme gemeinsam haben, ist, dass ein Fluch auf ihnen lastet. Mal ist es eine Protagonistin, deren Haus von einem Fluch befallen wurde. Da draußen ist irgendwas. Ich spüre, in diesem Haus stimmt was nicht. Mika, lass mich hier nicht allein! Mal eine, der ein Fluch überall hin folgt. Wenn es sie tötet, holt es mich und geht dann zurück bis zu dem, der es entfesselt hat. Nicht die Tür aufmachen! Und mal sind wir alle die Protagonisten in diesen schauerlichen 4 Jahren einer sehr merkwürdigen Präsidentschaft, die die Welt in ihrem Griff hatte. This is a Fox News election alert. Donald Trump is the president of the United States.
kuschelt euch einfach in euer Bett und schaut euch den Fluch aus der Ferne an. Es gibt kaum etwas Behaglicheres. Unter einem ganz anderen Fluch leiden Afroamerikaner seit vielen Jahren. Ihre Situation mag einem heute noch sehr schlimm vorkommen, und doch war es vor ein paar Jahrzehnten sogar noch schlimmer. Der Zeit, in der eine junge schwarze Afroamerikanerin den Olymp der Soulmusik erklomm. Ihre Geschichte wurde jetzt verfilmt. Der Titel des Films? Respect. Watch out, baby, I got to. Denn die junge Aretha Franklin wollte mehr als nur Ruhm und Geld. Sie wollte vor allem eins. Wie viele Alben hast du gemacht? 4. Und keinen Hit. Schätzchen, finde Songs, die dich bewegen. Wenn du das nicht schaffst, kommst du nicht weiter. Aretha Franklin selbst hat übrigens die Hauptdarstellerin ausgesucht. Aretha, du kannst reden, oder? Nicht nur singen. Ich würde Sie bitten, mich Miss Franklin zu nennen. Sie fand, dass niemand anderer als Oscar-Gewinnerin Jennifer Hudson sie verkörpern könne. Wir müssen den Frieden stören, wenn man uns keinen Frieden gewährt. Wir glauben immer, für Stars und insbesondere Filmstars sei die Welt eine Auster. Sie sind dort angekommen, wo viele von uns hinwollen, machen ihre eigenen Regeln und haben alles im Griff. Doch in Wahrheit sind die meisten von ihnen auffällig unsicher, auffällig labil und auffällig abhängig vom Zuspruch anderer. Die meisten von ihnen fühlen sich eben verführt und verlassen. Und das ist der Titel unserer nächsten TV-Premiere. Er fühlt es. Sie fühlt es. Und er fühlt es sogar doppelt. I need you to come in as, were you ready to put up 15 million? What? Sie alle fühlen sich verführt und verlassen. Und zwar vom Filmbusiness, in dem es in der Regel nur um eins geht. Money. No money, no film. Cinema is an industry. 4 to 5 million. Yeah, $25 million. So I was so frustrated. I said, what do you have to do to get to be able to make the movies that you have in your heart? Never enough money. Never enough money. Never enough money. Or you have to fight very, very, very hard to do what you want, to do what you think is right. And when Scorsese called me and asked me, I can't tell you what it meant to me. I just love movies. Cinema truly is an art form given to us by the gods. Was wäre eine Kinosaison ohne Remakes? Ohne eine Menge von ihnen, um genau zu sein? Diesmal geht es um Dune, einen Science-Fiction-Roman, der vor 40 Jahren von niemand Geringerem als David Lynch verfilmt wurde. Regisseur des Remakes ist nun Denis Villeneuve, der bereits bekannt wurde durch das Blade Runner Remake. Die Geschichte spielt auf einem Wüstenplaneten mit Bewohnern, deren Augen sind blau, wie man hier sieht. Und hier? Und hier. Komm mit mir. Es wird einen Kreuzzug geben. Die nehmen sich meine Familie vor, alle. Kämpfen wir wie Dämonen. Die Schwierigkeit, die dieser Sci-Fi-Blockbuster haben dürfte, man wird ihn an den beiden Schwergewichtlern messen, an denen sich alle messen müssen. Star Wars und Alien. Und wer da bestehen möchte, der hat's nun mal nicht leicht. Vor allem, wenn er einem von beiden so sehr ähnelt. Der Imperator bittet uns, Frieden nach Arrakis zu bringen. Haus Atreides nimmt an! Falls etwas passiert, wirst du Paul beschützen? Mit meinem Leben. Nein! Nur gemeinsam haben wir eine Chance. So, fertig.
Beim nächsten Mal melden wir uns vom Filmfest Cologne. Bis dahin wünschen wir euch noch ein paar filmselige Abende bei den Neuerscheinungen im Kino und hier auf diesem Sender. Also dann, bis bald bei CineGeek.